So. Wünsche den Zuhörenden und Zusehenden einen schönen Nachmittag, möchte mich auch beim Organisationskomitee der Grazer Linux-Tage ausdrücklich bedanken. Ihr macht das wunderbar und das seit vielen Jahren. Skyfield, elegante Astronomie für Python, ist einfach der Untertitel dieser Python-Bibliothek. Warum kann man so etwas brauchen? Es gibt Python-Bibliotheken für alles Mögliche, eben auch für astronomische Fragen, in denen man Ephemeriden bzw. Orte von Gestirnen, Sonnen, Monde sich ausrechnen kann. Es kann notwendig sein für Applikationen, in denen Sonn- und Aufgangszeiten von Sonne, Dämmerungszeiten, Mondphasen, Mondzeiten oder so etwas, Jahreszeitenwechsel von Bedeutung sind. Und da gibt es dann doch einige. Ich bin vom Beruf, wenn ich mich vorstellen darf, Meteorologe, arbeite in einem staatlichen Wetterdienst und wir hatten vor einigen Jahren das Problem, Nachthelligkeiten berechnen zu müssen. Nachthelligkeit hängt sehr ausschlaggebend von den Mondphasen ab. Mondstand, Mondphase ist da ganz wichtig und natürlich auch die Dämmerungszeiten, wo die Sonne dann ist. Und aus diesem Grund haben wir uns damals damit beschäftigt oder ich mich damals auch beschäftigt und das war schon vor 10 Jahren, so lange ist das schon her. Und vor 4 oder 5 Jahren, nämlich genau 2000, während Corona, wollte ich diesen Vortrag schon einmal. Passt jetzt? Ist besser so, danke. Also vor, jetzt hat er mich rausgebracht, gell? Wo bin ich stehen geblieben? Vor 10 Jahren. Ja, und vor 5 Jahren zu Corona wollte ich diesen Vortrag schon einmal halten und dann kam eben Corona dazwischen und dann. Nächstes Jahr war dann auch nichts, da war immer noch Corona und dann war ich zu faul, dann habe ich eine Einreichung versäumt und jetzt ist es soweit, jetzt bringe ich diesen Vortrag noch einmal. Okay, also nicht noch einmal, sondern das erste Mal eigentlich. Ja, Python-Pakete für Astronomie, was gibt es da? BySolar ist etwas, was also für astrophysikalische und auch energetische Betrachtungen und Umständen in Frage käme. Es beschränkt sich im Wesentlichen auf die Sonne, hat Sonnenphysik inkludiert und ist gelegentlich in meteorologischen Applikationen in Verwendung. AstroBY ist etwas für professionelle Astronomen. Ist da ein Fehler drin? Da fehlt ein S, Astronomie. Naja, bitte denken Sie es dazu. Das ist für professionelle Astronomie hinreichend komplex. In der Schnittstelle habe ich mir nicht einmal angesehen. Dann gibt es BYFM von Brandon Rhodes. Das ist recht gut und in Verwendung. Und wir haben es auch damals für dieses Projekt in Verwendung genommen. Das Problem ist, es verwendet externe C-Bibliotheken und beruht auf einer älteren Applikation und im Wesentlichen gehen die Kernelemente dieser Berechnungen zurück auf eine Veröffentlichung aus dem Jahr 1990. In den 90er Jahren war das von einem Belgier, Meus hat er geheißen. Das ist nicht falsch, was da drin ist, aber es hat also nicht diese extra hohe Präzision, die für manche Applikationen gewünscht wird. Außerdem wird es zurzeit zwar noch gewartet, aber nicht mehr weiterentwickelt. Ich sage es ganz ehrlich, für meteorologische Applikationen ist noch hinreichend genau und das auf ewige Zeit. Aber es gibt eben Neueres und das ist Skyfield. Das ist der gleiche Entwickler, Brandon Rhodes, hat sich dann zur Aufgabe gestellt, Skyfield zu entwickeln, das also fast ohne nicht Python Libraries auskommt. Das ist einzig NumPy, das also auf die sehr schnellen linearen Algebra-Routinen, die in C programmiert sind, zurückgreift. Aber sonst ist es ganz, also fast reines Python, das da verwendet wird und importiert wird.
Und der Anspruch, den er sich gestellt hat, dass er, und das finde ich erstaunlich, auf 0,5000stel Bogensekunden die Daten des astronomischen Almanachs des United States Naval Observatories reproduzieren kann. Und das ist gewissermaßen der Goldstandard. Das heißt also, wenn man etwas so zusammenbringt, wie die das zusammenbringen, dann kann das falsch sein, was die gerechnet haben, aber es gilt immer noch als richtig. Also es wird dann keiner was tun. Das war für uns auch sehr wichtig, wenn wir was reproduzieren, dass wenn einer dort nachschaut und der sieht dann die gleichen Zahlen, dann sagt man, passt schon, gell? Gut. Wie installiert man Skyfield? Also übliche Installation unter Ubuntu. Was anderes habe ich jetzt nicht wirklich probiert. Ich habe bei Debian 12 versucht, das Gleiche zu machen. Das ist das jüngste Stable. Da funktioniert das nicht ganz so. Da muss man irgendwie Debian dazu überreden, dass er auch Pip-Libraries importiert. Das geht mit einem Schalter, den ich jetzt nicht auswendig kann. Und sonst geht es auch unter Anaconda mit entsprechenden Conda-Befehlen. Also am besten, man schaut auf der Homepage nach, wie es für die eigene Plattform funktioniert. Die Dokumentation ist sehr umfangreich und sehr gut. Es ist also so, wie man es sich wünscht. Also es ist einmal ein Teaser als erstes Beispiel, wenn man die Seite aufruft. Da kriegt man schon also einen Fünfzeiler geliefert, der etwas produziert. Und dann hat man ein Inhaltsverzeichnis mit sehr, sehr vielen Beispielen. Und zum Schluss wird die API dokumentiert und dann zum Schluss eben auch die Bug-Reports, wenn man dann, geht das so? Ja. Die Bug-Reports, wenn man etwas entdeckt, was falsch wäre und man ist schnell genug, sodass es nicht andere auch schon längst gesehen hätten. Ja, um also Skyfield sinnvoll verwenden zu können, müssen wir zuerst ein paar, ich sage jetzt, rudimentäre astronomische Grundlagen betrachten. Und zwar zunächst einmal über astronomische Positionen und Koordinaten. Was sind da so die Probleme? Wir brauchen ein festes Bezugssystem. Ist ja nicht trivial, es ist ja alles in Bewegung. Und daher muss man schauen, wie findet man so etwas. Und jetziger Standard ist der, dass man sehr, sehr ferne astronomische Objekte einmisst, Radar, also nicht Radar, sondern ja schon, also im langen Wellen, sehr langen Wellenlängenbereich, ich glaube, radioastronomische Objekte, so sagt man dazu. Das sind im Wesentlichen Quasare, extragalaktisch, also und zwar sehr, sehr weit weg entfernte Objekte. Da hat man eine hinreichend große Zahl, die man einmisst. Und dann hat man mal zumindest einmal Fixpunkte, die man eingemessen hat. Dann braucht man für ein ordentliches Koordinatensystem einen Koordinatenursprung. Und dann nimmt man praktischerweise bei uns den Schwerpunkt des Sonnensystems her. Der ist fast identisch mit dem Mittelpunkt der Sonne, aber nicht ganz. Also wackelt ein bisschen um den Mittelpunkt der Sonne herum, je nachdem, wo Jupiter gerade steht und solche Sachen. Dann braucht man noch eine Achse. Man nimmt dazu als Vertikalachse die Achse der Erdrotation, also praktisch die Polachse, die von Südpol zum Nordpol geht, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist also nach dem julianischen Datum 2000 zu verwendete Skyfield, nach der jüngsten Referenz nicht in Skyfield verwendet, muss man dann umrechnen, also wir nicht, macht Skyfield, für julianisches Datum 2015. Und zwar geht der durch diesen Koordinatenursprung, Mittelpunkt der Sonne, quasi das Schwerpunkt im Solarsystem, geht er zum Frühlingspunkt,
zu diesem betreffenden Zeitpunkt. Was ist der Frühlingspunkt? Der Frühlingspunkt, den hatten wir vor kurzem erst. Das ist, wenn also die Äquatorialebene der Erde, die Ekliptik, das heißt also die Rotationsebene der Erde um die Sonne schneidet, und zwar im aufsteigenden Ast, sodass es also vom Winter in den Sommer übergeht. Und das legt jetzt dann eine Hammer, das ist die Polachse, die andere haben wir jetzt gerade festgelegt, und die dritte ergibt sich dann ganz automatisch durch eine Orthogonaloperation. Also haben wir das einmal. Und wenn man darin Koordinaten von Fixsternen und was immer angibt, dann hat man schon ein sehr solides Koordinatensystem. Wenn ich so weiterrede, werde ich nicht mehr fertig. Also schneller. Äquatorial, also verschiedene Koordinatendarstellungen. Wir haben Äquatorialsystem, misst man mit Rektaszension Alpha und Deklination Delta, misst also praktisch den Abstand von dieser Äquatorialebene, quasi der Winkel auf der Polarebene und die Höhe, die Abweichung davon weg und natürlich nachher noch den Abstand vom Mittelpunkt. Ekliptikalsystem ist das gleiche, wenn man sich auf die Ekliptik bezieht, das heißt, dass die Ebene der Rotation der Erde um die Sonne. Und dann kann man sich noch streiten, wo ist der Koordinatenursprung? Baryzentrisch bezüglich des Sonnensystems haben wir gerade gehabt. Das ist ja quasi unser festes Bezugssystem. Dann kann man es auch noch heliozentrisch machen, um den Sonnenmittelpunkt, oder geozentrisch und den Erdmittelpunkt, oder wie auch immer. Man kann auch das jupiterzentrisch machen oder was man halt gerade braucht. Und dann stellt sich noch die Frage, ist das jetzt fest bezüglich unserer Fixsterne ganz weit im Hintergrund oder ist es mitrotierend? Das muss man dann auch alles mit berücksichtigen. Und dann alle Transformationen müssen unter Berücksichtigung der allgemeinen Relativitätstheorie gemacht werden. Das heißt also, die allgemeine beinhaltet auch die spezielle natürlich. Das heißt also, schnelle Uhren gehen langsamer und schwere Uhren gehen langsamer. Das muss dann alles mit berücksichtigt werden. Werden wir dann später noch sehen. Und zum Schluss, was uns eigentlich als Beobachter auf der Erde interessiert, ist das sogenannte topozentrische Bezugssystem. Und fängt die Verwirrung auch schon wieder ein bisschen an. Also wenn man Astronom ist, dann sagt man, Null ist im Süden. Wenn man kein Astronom ist, das heißt, dass alle anderen Menschen sagen, 180 Grad ist im Süden und 0 Grad ist im Norden. Also auch Navigatoren, und Skyfield hat gefunden, es ist was für normale Leute, und sagt, 0 Grad ist im Norden, 90 Grad ist Osten, und in dieser Art geht es dann weiter. Dann muss man noch Winkeleinheiten, Dezimalgrad, Grad, Minuten, Sekunden oder den Stundenwinkel, wo man also die Winkel als Uhrzeit angibt. Das wird alles in der Astronomie verwendet. Ortssysteme, Zeitsysteme, ähnlich verwirrend. Wir haben seit geraumer Zeit ist die Sekunde definiert als Atomsekunde. Und zwar ist das der 9 Milliarden irgendwasfache Periodendauer eines Zustands von einem Atom, Cäsium-133, das also seinen Quantenzustand ändert. Das kann man sehr gut oder hinreichend gut messen und kann daraufhin Atomuhren bauen. Macht man auch, und man sagt dazu, der SI-Tag, SI-System International, das ist noch französisch, 86.400 Atomsekunden. Das ist ja genau, also 1 mal 60 mal 60 mal 24. Und orientiert sich eben historisch an der Sonnensekunde. Aber ist der SI-Tag. Jetzt wissen wir, Schnelluhren gehen langsamer und schwere Uhren gehen langsamer. Das heißt, wenn man also eine Atomuhr irgendwo hat, misst die eigentlich nur die Lokalzeit.
Das heißt, wenn man jetzt eine verbindliche Zeit für die Erde haben möchte, muss man die Atomuhren verteilen und muss abhängig von dem Schwerefeld, in dem sie sich befinden und in dem Geschwindigkeitszustand, in dem sie sich befinden, Korrekturen vornehmen. Man macht das, man hat, glaube ich, 600 steht da, wird so stimmen, 600 Atomuhren auf der Erde verteilt, die werden dann entsprechend die Signale übertragen, gemittelt, korrigiert und das ist dann die Atomzeit. Atomzeit, ja, recht interessant, die Atomzeit, ich glaube, die wird von irgendwann am Datum 1970 weggemessen, habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Jedenfalls gibt es die Atomzeit, das ist also Danse, ich glaube, man spricht das aus Danse, Atomique Internationale, wieder französisch, und die terrestrische Zeit. Die terrestrische Zeit ist der Zeitparameter in den Bewegungsgleichungen. Aus historischen Gründen sind die genau um 32,184 Sekunden verschieden. Historische Gründe deshalb, man hat zu dem Zeitpunkt, dass man die Atomzeit eingeführt hat, schon in das Zeitmaß der terrestrischen Zeit gehabt und hat gesagt, wir können jetzt nicht darauf verzichten, sondern es einfach um diese Zeitdifferenz verschieden, also um also historische Übergänge zu erleichtern, ist oft so, also Bürokratie, könnte man sagen. Ne? Ja, jetzt, Moment, wir haben jetzt die Atomzeit, wir haben die terrestrische Zeit und die ticken so irgendwie vor sich hin, immer wieder. Historisch gesehen haben wir aber ein anderes Zeitgefühl, nämlich im Mittel möchten wir, dass in Greenwich der Abstand vom Mittag zu Mittag, wenn die Sonne im Süden steht, genau 24 Stunden ist, genau diese 24 mal 3600 Sekunden. Das sollte im Mittel erfüllt sein. Jetzt hat man, ich blätter jetzt ein bisschen vor, jetzt hat man aber das Problem, dass die Erde sich nicht immer nicht gleichmäßig rotiert. Die ändert sich. Das heißt, aus verschiedensten Gründen, im Wesentlichen deswegen, weil der Drehmoment der Erde sich ändert, aufgrund von Verschiebungen von Massen im Erdinneren. Oder weil die Gletscher abschmelzen. Oder weil sich die Massenverteilung auf der Erdoberfläche verändert. Zum Beispiel vor kurzem, glaube ich, habe ich durch die Medien gegangen, das Polareis schmilzt ab. Es rinnt dadurch das Wasser mehr zum Äquator, weil es sich ja auf der Erdoberfläche gleichmäßig verteilt, wird dadurch etwas ferner nach außen und verlangsamt dadurch die Rotation. Ich hoffe, das war jetzt richtig gedacht, aber es sollte so sein. Ja. Und daher haben wir diese Universal Time, die orientiert sich an der Rotation der Erde, ist aber eben nicht konstant. Und daher führt man ein, um also einerseits mit der fixen Sekunde der Atomuhr rechnen zu können, andererseits aber on the long run die Sonne immer im Süden zu haben, zu Mittag, es läuft irgendwann auseinander, führt man ein diese Universal Time Coordinated, UTC, und die unterscheidet sich von der Universal Time dadurch, dass hin und wieder eine Schaltsekunde eingeführt wird. Das heißt, hin und wieder, man hört das, dass in letzter Zeit nicht mehr, seit 2016 nicht mehr. Warum? Weil es sich nicht mehr ändert. Man sieht, das ist da ziemlich ein flacher Berg da drum. Also es, überhaupt muss man sagen, über ganz lange Zeiträume rotiert die Erde immer langsamer, weil sie gemeinsam mit dem Mond irgendwann einmal eine gebundene Rotation erzeugt. Das heißt, dass sie die verlangsamt sich immer, aber es ändert sich trotzdem. Nicht garantiert, dass es immer langsamer wird. Momentan bleibt es halt so halbwegs konstant. Wir haben länger her keine Schaltsekunde mehr gehabt. Aber grundsätzlich muss man Schaltsekunden einführen, damit die mit der Atomsekunde gemessene Zeit dann auch mit der durch die Erdrotation gefühlte Zeit zusammenpasst. Okay? Kompliziert, ja. Und dann gibt es noch ein Zeitmaß, das in der Astronomie hin und wieder verwendet wird, das ist das julianische Datum, Julian Date. Und zwar geht die weg vom 1. Jänner 4713 vor Christus. Warum?
da hat Gott die Welt geschaffen. Ist so. Es war also von einem im 16. Jahrhundert errechneter Zeitpunkt der Erschaffung der Erde aus biblischen Zeitabläufen und mal gefunden, das ist praktisch. Und hat dazu den proleptischen julianischen Kalender eingeführt. Der julianische Kalender ist also der, wo alle 4 Jahre ein Schaltjahr ist. War also eine ziemliche Neuerung damals. Hat sich nur herausgestellt, ist nicht ganz richtig. Wir brauchen jetzt diesen gregorianischen Kalender. Der gregorianische Kalender hat also zu gewissen Zeiten fällt das Schaltjahr aus. Also zum Beispiel 1900 war kein Schaltjahr. 2000 war wieder ein Schaltjahr, weil es nämlich eine Ausnahme von der Ausnahme war. Und so geht es dahin. Damit also unser Kalender, damit zu Mittag die Sonne im Süden ist und im Winter es kalt bleibt und nicht irgendwie der Winter langsam in den Sommer rutscht. Ne? Der Hintergrund ist ein, muss wirklich aufpassen, der Hintergrund ist ein trivialer. Das Osterdatum hat nicht mehr gepasst und das war also sehr wichtig in der damaligen Zeit. Daher hat der Papst Astronomen beauftragt, das wieder in Ordnung zu bringen. Nachdem es eine katholische Einführung war, diese Kalenderkorrektur, haben sich die Protestanten längere Zeit geweigert und die Orthodoxen haben es bis heute noch nicht eingeführt. Also es ist ist halt so, nicht? Ja, und dieses ganze Raum-Zeit-Gefüge muss jetzt ebenfalls noch relativistisch korrigiert werden. Also bewegte Uhren gehen langsam, schwere Uhren gehen langsam. Licht eines entfernten Objektes benötigt Zeit bis zum Beobachter. Und dann gibt es noch die Deflektion, das heißt die Ablenkung des Lichtes durch schwere Objekte. Die Aberration ist die Neigung der Lichtstrahlen, welche von bewegten Objekten auf bewegte Objekte treffen. Man kann sich vorstellen, wenn ich mit dem Fahrrad durch Regen fahre. Nicht? Also der Wind kommt von vorn und ich fahre noch dagegen. Also die Regentropfen sind stark geneigt. Und das wäre die Entsprechung dazu. Und das muss alles berücksichtigt werden, wenn man jetzt also die Position astronomischer Objekte berücksichtigt, wie sie von uns auf der Erde aus beobachtet werden können. Und jetzt können wir anfangen mit Skyfield. Bezugssysteme in Skyfield, ich wiederhole es nochmal, barycentric, das ist Basiskoordinaten, orientiert an den Quasaren, an diesen Radioobjekten, ganz, ganz, ganz weit weg. Astrometric sind die Koordinaten eines Objektes unter Berücksichtigung der Zeitverzögerung, also der Mond am Jupiter geht auf, aber dann sehe ich ihn ja noch nicht, weil es braucht ja Zeit, bis das Licht da ist. Also das muss man berücksichtigen. Dann apparent ist die Koordinaten eines Objektes unter Berücksichtigung von Deflektion und Aberration. Das ist doch schon wieder ein relativistischer Effekt. Und das entspricht dann der Darstellung in einem astronomischen Almanach. Den kann man sich kaufen und da wären dann diese Effekte bereits berücksichtigt. Aber dann muss man das noch auf Altitude-Azimut-Systeme, das heißt auf Höhe und Azimut umrechnen, dann hat man es erst bezogen auf einem Ort an der Erdoberfläche. Und das wird in Skyfield relativ transparent erledigt. Zunächst, allererstes Beispiel, da passiert noch gar nichts. Import Skyfield.api, SAPI, und das Erste, was man macht, man definiert ein sogenanntes Timescale-Objekt und es schaut so aus, api.load.timescale, leere Klammer ohne Argument. Dann holt er sich aus seinen im Code abgespeicherten Daten, dann versucht er nicht irgendetwas runterzuladen. Darunter die FM, das sind die Ephemeriden, das heißt gewissermaßen die Orte der astronomischen Objekte. Ist api.load und dann holt man sich bestimmte Ephemeriden explizit her. Das wären also jetzt die billigsten, weil es die kleinsten sind, über den geringsten Zeitraum und am wenigsten Objekte haben, aber es reicht aus für unser Leben.
Es muss nicht so viel runtergeladen werden. Wenn das noch nie passiert ist und man startet, das sind also Screenshots von Jupyter Notebooks, die kann man sich dann im Link dann selber anschauen, wenn man möchte. Wenn man das erste Mal macht, dann wird das mal runtergeladen und das war es dann. Also da passiert jetzt nichts, da tut es nur das mal runterladen. Diese Datei D421, da gibt es eben noch andere Varianten davon. Hier ist eine kurze Aufstellung, auch nur ein Screenshot aus der Homepage von Skyfield. Hoppala, da. Und das ist die billigste, 17 Megabyte. Und man kann zur größten gehen, die bringt es auf 3,5 bis 3,1 Megabyte, wo dann sehr, sehr viele Objekte drin sind. Also ich verwende immer die. Aus Versehen mal eine andere, aber das bereut man dann. Naja, es braucht länger zum Laden, länger zum Suchen. Also es ist für meine Applikationen nie einen Vorteil gebracht. Man kann diese Ephemeriden-Datei abfragen und schauen, was da ungefähr drin ist. Und da sieht man, sie gilt von 1899 bis 2053 und hat also verschiedenste Ephemeriden drin, das heißt also Ortskoordinaten auf bestimmten Basen bezogen und das wäre ungefähr das, was man damit dann machen kann. Man sieht also Erde, Sonne ist drin, das reicht also für Sonnenauf- und Untergangszeiten allweil. Mond wäre auch drin. Das nächste, was ich jetzt in diesem Beispiel veranschaulichen möchte, ist die Verwendung der Timescale-Datei. Also ursprünglich wäre es gedacht gewesen, dass sich auch diese Timescale-Dateien von einem Server runterholt und in die Timescale-Dateien sind drin diese Korrekturen, die man in dieser Kurve gesehen hat, mit die Differenz zwischen, also wie sich die Erdrotationszeit ändert zum Beispiel. Also das ist, und ein paar andere Effekte, die wären in dieser Timescale-Datei drin, die wird also sehr genau beobachtet und dann für einen gewissen Zeitraum wird das extrapoliert und man hofft, dass das halbwegs passt, aber es ändert sich von immer wieder. Daher wird das also immer wieder neu erstellt und sollte also auch immer wieder neu runtergeladen werden können, aber das funktioniert meist nicht. Also mir ist es, beim ersten Vortrag, den ich vorbereitet habe, ist noch gegangen. Das war vor 4, 5 Jahren. Aber jetzt ist mir die letzte Zeit kein einziges Mal gelungen, den automatisch runterzuladen. Und daher verwendet man, ist auch der Weglasswert, diesen eingebauten Wert. Und das ist eh okay für die meisten Applikationen. Man bekommt, wenn man das versucht, also einen Connection Refused Error, weil diese FTP-Adresse nicht erreichbar ist. Ist halt so. Also alternative Formulierung, man kann sich diese Timescale-Datei auch händisch über HTTPS-Adresse runterladen. Ich vermute, dass dieser Server grundsätzlich überlastet ist. Jahrzehntelang wurde der vermutlich nur von einigen Astronomen heimgesucht und plötzlich kommt er mit Skyfield daher und es findet eine Breite. Ich weiß es sonst nicht und die werden halt aus Selbstschutzgründen den hin und wieder abgedreht haben oder was auch immer. Was sich grundsätzlich empfiehlt, ist eine etwas geänderte Aufrufweise, dass man nämlich sich ein eigenes Verzeichnis definiert, wo man all diese Dateien hineinlädt, also wo die Ephemeriden-Dateien drin sind und dass man die nicht versucht, jedes Mal wieder neu zu laden. Und dazu gibt es die Option Expire ist gleich False, also dass man auch noch toleriert, dass ältere Dateien verwendet werden, um also unkontrollierte Downloads während einer Applikation zu verhindern. Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, kann ich ausgehen. Ja, das ist dieses Problem. Und jetzt Zeitvergleich, also nur zur Demonstration, damit man sieht, was man damit machen kann. Also From Skyfield Import API. Man nimmt also diese Timescale-Datei drin, wo also alles drin ist, was also diese Besonderheiten der Zeitentwicklung angeht. Wir fragen jetzt ab, ich meine, das ist jetzt nicht jetzt, das habe ich irgendwann gemacht, aber natürlich nicht jetzt. Und drückt sich diese Zeit in allen verschiedenen Varianten aus. Das heißt, UTC, diese terrestrische Zeit, Danse Atomique Internationale, dann diese Universal Time,
eine Variante davon, diese Universal Time One in Julian Date und so weiter und so fort. Und man kann dann verschiedene Variationen sehen. Da sind also zwischen DT und DAI sind also wieder diese 32 Sekunden Unterschied, die wir zuerst festgestellt haben. Und da sieht man auch, wie so, je nachdem, welche Basis man betrachtet, es eben Variationsunterschiede gibt. Ja, soweit zur Zeit. Sonnenbahn heute in Graz. Da habe ich jetzt geschwindelt. Das ist also, als ich es gemacht habe, war es nicht heute und heute ist auch nicht heute. Es ist nämlich für morgen. Ja, okay. Also wie geht das? Wie geht das? Also zunächst den Kopf kennen wir uns schon. Also das ist also in dieser irgendeiner fixen Datei, dass das jede Applikation auf das Gleiche zurückruft und sich nicht immer die Ephemeriden und Timescales runterlädt. Das machen wir jetzt einmal. Und da haben wir dann ja, die Ephemeriden und da bestimmen wir eine Zeit in UTC, also ist eine Methode des Timescale-Objekts, da ist der 7.4.2400 hergenommen und die Stunden, die lassen wir jetzt einfach über NumPy-Objekt, Linspace, iterieren, 0 bis 24 mit 241 Unterbrechungen, das heißt, dass alle jede Zehntelstunde ein Datenwert, das wäre alle 6 Minuten. Und dann laden wir die Ephemeriden rein, dann laden wir aus dem Ephemeriden die Daten für Sonne und Erde, also die FM Sun, FM Earth. Und dann definieren wir uns Graz. Graz besteht aus den Koordinaten der Erde, im Wesentlichen der Erdmittelpunkt, dann plus die Koordinaten nach einem GEOID-Modell, das ist dieses WGS84, das ist das auch von GPS und allen verwendete GEOID-Modell. Es gibt andere, daher kann man sich's aussuchen, aber man nimmt am besten das WGS84, sagt Länge 47, irgendwas Grad Nord, 15,5 circa Grad die Länge Ost, ja genau, danke. Und dann hat man mal den Ort Graz sich definiert, dann sagt man Astrometrik, wir wissen Astrometrik mit Licht- und Zeitverzögerung, Graz.at zur Zeit t.observe sun. Also zu dieser Zeit beobachten wir in Graz die Sonne, dann müssen wir Deflektion und Aberration berücksichtigen, apparent ist gleich astrometrik.apparent und dann Berücksichtigung der Lichtbrechung durch die Atmosphäre, das geht auch noch, wenn man die Altitude, Azimut und die Distanz vom Erdmittelpunkt hernimmt, dann haben wir apparent.aldaz, Temperature, Celsius 15 Grad und der Druck 69. Das kann man beliebig machen, und zwar weil, wenn ein Objekt sehr tief steht, dann wird natürlich die Brechung durch die Atmosphäre relevant und da gibt es ein paar so Abschätzungen, die sind halt Druck- und Temperaturabhängig. Muss man aber für korrekte Aufgangszeiten in irgendeiner Form berücksichtigen, weil es ist nicht unbedeutend, besonders wenn die Sonne sehr flach eintaucht. Es gibt gleich mal etliche Minuten Unterschied. Ja, und das ist eine linkische Darstellung, so wie es morgen ausschaut, also angenommen jetzt. Wieder das Python-Notebook. Import Matplotlib, also es ist eine Matplotlib-Darstellung, Polarkoordinaten und das wäre jetzt die Darstellung, da sieht man jetzt da 0 ist Norden, haben wir gesagt, Astronomen würden sagen, ist falsch, aber wir sagen, stimmt so, 45 Nordosten, 90 Osten, 180 die Sonne im Süden und so weiter und so fort und das ist die Höhe der Sonne über den Horizont, beginnt da mit 0, minus 20, in der Nacht ist natürlich unterm Horizont, logisch, und geht dann irgendwann einmal auf und beschreibt dann die Sonnenbahn innerhalb dieser 24 Stunden, die wir angegeben haben. Zum Beispiel eine kleine Applikation. Einfach, man sieht, es ist gar nicht viel, das sind wirklich nur einige Zeilen und man hat doch schon etwas, was man anschauen kann. Das waren jetzt diese Kernfunktionen in der API und es gibt ein paar so Utility Wrappers dazu und die sind in der Bibliothek skyfield.almanac zusammengefasst.
die sind alle auch programmiert mit dem Ziel, diese Sonnenauf- und Untergangszeiten so zu reproduzieren, wie sie auch auf dem United States Naval Office, Naval Observatory publiziert werden, unter bestimmten Annahmen, die die getroffen haben, die ebenfalls publiziert sind. Und da gibt es einiges, also man kann Mondphasen, man kann Dämmerung, Sonnenauf- und Untergang, die Jahreszeiten und Auf- und Untergangszeiten von allen möglichen Objekten sich darstellen lassen. Eine Kernfunktion ist dabei diese Programm Find Discrete. Das ist also ein Nullstellenfinder, mit dem das erledigt wird. Ich habe jetzt nur noch 10 Minuten Zeit, daher spreche ich jetzt schnell ab. Wir haben zum Beispiel können wir die Jahreszeiten daraus ausrechnen. Ich überspringe das jetzt. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig. Ich meine, auch wieder ein Zehnzeiler, man kann es dann nachlesen. Man kann sich da die Jahreszeiten ausrechnen lassen. Interessanter und für uns oder für mich auch bedeutender sind oft Dämmerungs- und Sonnenaufgangszeiten. Was versteht man unter der Dämmerung? Unter der Dämmerung versteht man die Zeit, die zwischen Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang, wo es halt langsam hell wird oder langsam finster wird. Und man definiert dort Sonne 6 Grad unterm Horizont, das ist entweder Beginn der bürgerlichen Dämmerung oder Ende der bürgerlichen Dämmerung. Da sagt man landläufig, es ist noch hell genug. Der normale Sichtflugbetrieb kann von jedem Piloten durchgeführt werden bis zur Ende der bürgerlichen Dämmerung. Das gilt als Tag. Sonst für die Nacht bräuchte er eigene Nachtfluggenehmigung. Nautische Dämmerung, sagt man, 12 Grad unterm Horizont. Warum nautische Dämmerung? Es ist immer noch etwas hell, aber sehen kann man nicht mehr gut. Im Gegenteil, es tauchen schon die ersten für die Navigation tauglichen Sterne am Himmel auf, sodass also die Seeleute früher sagen können, jetzt sehe ich genug Sterne, dass ich mich auch ohne Sonne in der Nacht zurechtfinde. Astronomische Dämmerung ist dann 18 Grad unterm Horizont. Ab da ist dann die tiefe Nacht, wo die Astronomen sagen, jetzt bin ich glücklich, jetzt ist es dunkel genug, ich kann alles sehen, was man sehen kann, wenn nicht eine Stadt in der Nähe ist. Ja, Lichtverschmutzung, anderes Thema. Und hier ist Beispielscode eben dargeführt, wie man das dann ausrechnet. Ich spreche es jetzt nicht alles durch, es ist ja also wichtig ist eine Funktion, die man definiert, die in dem Fall in den Almanach definiert ist, wo also diese Dark-Twilight-Funktion, und die gibt man dann in diese Nullstellensucher über, wo also durch Iteration feststellt, wann ist das Objekt jetzt wirklich genau dort nach meinen Bedingungen. Und dann kriegt man halt, wenn man will, so eine Liste raus. Mit der kann man dann weiterspielen, da sieht man dann die genauen Zeiten, in dem Fall immer in UTC dargestellt. Also UTC ist das Menschlichste, was Caulfield liefern kann. Wenn ich jetzt also eine mitteleuropäische Sommerzeit haben möchte, muss ich diese Standard-Python-Prozeduren bemühen. Aber wollte das nur so gesagt haben. Also Lokalzeiten habe ich da nicht gefunden. Okay. Resümee. Allgemeines Schema. Wie viel Zeit habe ich noch? Boah. Fast keine mehr. Gell? Man muss also einmal so ein Lotobjekt implizit oder explizit aufrufen. Man muss ein Timescale-Objekt definieren, ein Zeitobjekt definieren, die Ephemeriden laden. Dann die Planeten, was immer das ist, also auch die Erde wäre in dem Fall ein Planet aus den Ephemeriden, wieder ein Schreibfehler, laden. Und wenn man das dann gemacht hat, muss man dann ein WGS-84-Objekt definieren, das ist also die Geoidform, wenn man auf der Erde und nicht woanders ist, astrometrisches Objekt, Apparent-Objekt und zum Schluss das Alldaz-Objekt, wo man also diese Positionen genau feststellt. Oder man geht in den Skyfield-Almanach rein, wo man das also etwas einfacher auch machen kann. Auswahl an weiteren Fähigkeiten von Skyfield,
alles Mögliche. Man kann sogar Satellitenbahnen berechnen. Die Genauigkeit ist, wie gesagt, sehr hoch aufgrund dieser hochgenauen Ephemeriden und dieser doch immer wieder korrigierten Timescales. Es gibt ein Interface zu AstroPy und alles Mögliche. Also es ist integriert, sind Mondfinsternisse, Sonnenfinsternisse müsste man explizit über die API dann sich separat berechnen. Ja, Vor- und Nachteile von Skyfield: einfache Installation, kaum Abhängigkeiten, hohe Exaktheit der Rechnung, formale Eleganz der Bibliothek, also wenn man das heißt aber auch, dass man ein bisschen Vorwissen braucht, um diese formale Eleganz schätzen zu können. Ist eben ein Nachteil, erfordert erhöhtes Wissen, muss Datenfiles aus dem Netz laden und ist oft auch erstaunlich langsam. Das hängt also auch mit dieser hohen Präzision zusammen, die gefordert ist, und dieser Nullstellenfinder-Routine. Danke für die Aufmerksamkeit. Fragen? Ich ergänze, soweit ich sie beantworten kann. Danke für den super Vortrag. Eine Frage habe ich. Wie genau kann man den Sonnenaufgang, wie genau ist der? Weil Sie haben ja vorher erwähnt, Es senkt von der Temperatur ab, aber inwieweit weiß man die Temperatur und den Druck im Vorhinein am nächsten Tag? Überhaupt nicht. Also das wird ja auch nicht berücksichtigt. Wir sagen, exakt ist das, was der United States Naval Observatory vorgibt, und die sagen, Sonnenaufgang ist Sonnenrand, die Sonnenradius, den kennt man, plus eine Annahme für die Refraktion. Und das ist, glaube ich, in Summe genau der Nordwert 0,84 Grad. Und genau so ist es definiert. Natürlich ist es tatsächlich anders, aber das lässt sich ja nicht abschätzen, hat da keinen Sinn. Und der Fehler ist jetzt nicht wirklich berauschend, wenn man überhaupt das berücksichtigt. Das ist nur dann berauschend, wenn man das berücksichtigt. Bin ich das? Okay. Bitte. Ich habe am Anfang gesehen, dass man auch das Barycenter vom Mars auswählen kann. Heißt das, dass man also zum Beispiel sich auf dem Mars irgendwo auf den Olympus Mons setzen kann und schauen kann, wo die Erde ist? Theoretisch ja. Aber also es sollte gehen. Ich habe es noch nicht versucht, okay. Aber es gibt auch Mars-Monde, sollten in irgendeine der Bibliotheken dann gehen, Auf- und Untergangszeiten, auch Jupiter natürlich. Ja. Bitte. Danke erstmal für den Vortrag. Und ich habe vor ein paar Tagen gehört, dass jetzt die NASA eine Mondzeit definieren möchte. Und soweit ich das verstanden habe, sind wir dann in den relativistischen Prozessen drin, dass dort die Sekunden einfach langsamer laufen. Genau. Der Mond hat eine geringe Gravitation und, ob er schneller ist die Frage, das kommt immer drauf an, wo man ist. Aber der Mond hat geringere Gravitation und daher gehen dort die Uhren langsamer. Und daher hat es sicher einen Sinn für, wenn das jetzt also zunimmt, dass man dann eine exakte Mondzeit definiert, damit also die Mondumlaufsatelliten sich irgendwie besser synchronisieren können. Hört man mich noch? Ja. Oder als Gedanke für uns Programmierer hier unten, wenn der Mondrover von uns Daten aufzeichnet, dass wir die hier neu interpretieren, weil der ja mit einer anderen Uhr gelaufen ist. Ja. Ja, eigentlich schon, ja. Ich weiß es nicht. Man übersieht ja auch, dass das normale GPS, das funktioniert nur deswegen, weil die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie berücksichtigt wird. Also sonst, die Uhren müssen genau nach dieser Relativitätstheorie permanent korrigiert werden, weil sonst würde das ganze GPS nicht funktionieren. Ja. Das hat mit dem Mond jetzt genau nichts zu tun, aber in etwa schon, ja. Habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, eben, ja genau. Dann bräuchten die eigene Mondzeit, ja. Schön.
Und zwar, ich habe auch eine Frage, also bei den Sonnenauf- und Untergängen, ja. Da spielt ja auch so das Terrain rundherum eine Rolle. Natürlich. Ist das im Geoidmodell dann auch schon drinnen? Naja, das, nein, das ist nicht, also das Gelände, die Geländerauigkeit ist nicht drin. Was man aber in diesen Methoden dann machen kann, ist, dass man eine Horizontüberhöhung annimmt. Und dann könnte man feststellen, dass also der Sonnenaufgang am Mount Everest anders stattfindet als am Boden herunten. Das würde das liefern, wenn man dann, ja, das würde das liefern, richtig. Mhm, danke. Bitte. Ende. Ich hätte noch eine Frage, was die Daten anbelangt, die man runterladet. Wo kommen die jetzt genau her? Ja. Also die Ephemeriden kommen, glaube ich, vom JPL, also das ist das Jet Propulsion Laboratory in Kalifornien, und diese Timescales, die kommen, glaube ich, von einer Institution in Frankfurt, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Müsste man, es steht irgendwo drin, wenn man noch schnell schaut, findet man die vielleicht? Ja, das IERS, ja, also weiß nicht mehr, was das heißt, das müsste man jetzt einfach nachschauen. Gell? Und die werden, gibt es an verschiedenen Orten, die werden international ausgetauscht, und dort, wo Skyfield sie versucht runterzuladen, geht's mit, also hat es bei mir noch nie funktioniert. Aber wie gesagt, man kann sich den händisch runterladen, also das ist dieser Pfeilname mit Findles 2000a.all oder so irgendwie. Okay. Schon überzogen, also wir hören jetzt auf. Danke sehr. Danke.